Karin und Gerhard Dammann gehören zu den ersten in Europa, die sich für das Werk der Chinesin Gu Fengyi interessierten. Sie haben die Künstlerin entdeckt vor wenigen Jahren an der Art Basel und als der Galerist ihnen fast verschämt mitteilte, dass es sich hier um eine Außenseiterkünstlerin handelte, nicht um richtige Kunst, waren sie sofort begeistert. Inzwischen gab es eine Einzelausstellung in der Collection de la Brute in Lausanne zu ihrem Werk. Es gab eine große Präsentation auch an der Biennale in Venedig dieses Jahr. Das Spezielle an dem Arbeiten, an dem Zeichnen bei Gu Fengyi ist es, dass sie nie ihre Zeichnung, ihr Blatt als Ganzes sieht, sondern sie zeichnet im Abrollen des Papiers.